wir sind auf dem Weg nach Brüssel. Noch 2 Wochen. Wir sind ganz gespannt auf die Messe nach 4 Jahren. Und für mich als Marketingmann und wirklich Produktenthusiast macht es natürlich auch nur Spaß, wenn wir viele Produkte da haben und viel zu erzählen haben, wenn wir mit der breiten Brust auch natürlich in Brüssel stehen können. MAN Truck & Bus wertet zum Modelljahr 2024 sämtliche Busbaureihen der Marken MAN und Neoplan mit zahlreichen neuen Features deutlich auf. In diesem Film werden einige der Neuheiten vorgestellt, die auf der Busworld 2023 in Brüssel gezeigt werden. Zu den wesentlichen Änderungen bei allen Bussen gehört der Einsatz einer neuen Elektrik-Elektronik-Plattform, die aufgrund der General Safety Regulation, einer neuen EU-Verordnung sowie neuen Regulierungen beim Cyber Security Management und Software Update Management erforderlich wurden. Vereinfacht ausgedrückt steht ab sofort mehr Rechenleistung zur Verfügung, wodurch sämtliche Prozesse an Bord beschleunigt werden und neue Assistenz- und Sicherheitssysteme Einzug halten. Dazu im Detail gleich mehr. Im Hintergrund sehen Sie bereits unsere neueste Weltpremiere, unseren neuen Mitglied der Intercity LE-Familie, unser 14,5 Meter Dreiachser, hier in der Konfiguration mit optionaler dritter Tür. Natürlich bringt das Fahrzeug auch bereits alle Features mit, die das neue Modelljahr 2024 mit sich bringt. Und dazu gehört natürlich neben der neuen Elektrik-Elektronik-Plattform auch das voll digitale Cockpit. Neue Wege geht MAN auch in Sachen Abbiegeassistent. Erstmals setzt der Hersteller auf ein radarbasiertes System. Wir verwenden hier ein ähnliches System, wie wir es bereits aus unserem Truck kennen. Es hat sich in der Zuverlässigkeit bewährt und deshalb arbeiten wir jetzt hier mit Radarsensoren anstelle unseres bisherigen Systems, um einfach eine noch größere Zuverlässigkeit gewährleisten zu können. Das Messefahrzeug ist mit einer optionalen dritten Tür ausgestattet. Diese ermöglicht einen schnellen Fahrgastfluss. Es handelt sich stets um eine Außenschwenktür. 127 Fahrgäste finden im Brüsseler Lions Intercity LE14 Platz, davon 63 sitzend. Grundsätzlich lässt sich der Bus flexibel ausstatten. Auf der Busworld ist die Stadtversion zu sehen. Sie verfügt über eine podestfreie Bodenlandschaft im Niederflurbereich und über eine zweiflügelige elektrische Schwenkschiebetür in der Mitte. Der Bus kommt auf Reifen mit den Abmessungen 275/70 R22,5 vorgefahren. Hinter uns steht auch eine unserer Weltpremieren, der MAN Line City Low Entry in der elektrischen Version. 6 Batterien, eine CO2-Klimaanlage und gleichzeitig wird das Modelljahr 24 serienmäßig in diesem Bus enthalten sein. Mit dem Modelljahr 24 meinen wir natürlich seitens MAN unseren neuen Fahrerarbeitsplatz mit einem digitalen Display für den Fahrer, der alle Informationen erhält, genauso wie die neue Schalteranordnung und die ADAS-Systeme, die in diesem Fahrzeug verbaut sind. Natürlich profitieren die Fahrgäste auch in der vollelektrischen Version von den Vorteilen des Low-Entry-Konzepts, wie einem niederflurigen Vorderwagen und einem bequemen Hochbodenabteil. Und je nach Bedarf lässt sich auch der elektrisch angetriebene Low-Entry mit zahlreichen Extras wie beispielsweise Gepäckablagen ordern. Unser MAN Minibus in der Ausstattungsvariante TGE Coach. Wir haben folgende Ausstattungshighlights: 16 Sitzplätze plus ein Fahrersitz, eine sehr luxuriöse Innenausstattung der Fahrgastsitze, eine Klimaanlage für die Fahrgäste und auch eine Gepäckablage plus Service-Sitz. Gefertigt wird der Mini-Reisebus beim litauischen Spezialisten Altas im Auftrag von MAN. Ein sauberer Euro 6 Diesel treibt den Bus mit einer Leistung von 120 Kilowatt an. Der Neoplan Tourliner, der in Brüssel auf dem Außengelände präsentiert wird, besitzt sämtliche Features aus dem Modelljahr 2024. Die Basis ist wie auch bei den Stadtbussen eine neue Elektrik-Elektronik-Struktur. Diese ermöglicht ein neues Cockpit, neue Assistenz- und Sicherheitssysteme sowie einen überarbeiteten D26-Motor.
Über viele Monate hinweg haben wir das neue Cockpit zusammen mit Fahrern und Hochschulen entwickelt. Und die größte Entscheidung, die wir getroffen haben, war, von einem Touchscreen wegzugehen. Touchscreen aus dem Grund, dass wir dadurch uns mehr Sicherheit versprechen, indem der Fahrer weniger abgelenkt ist vom Verkehrsgeschehen. Die Kernbestandteile sind weiterhin auch neue Taster, die klares Feedback geben. Der Fahrer schaut auf ein 12 Zoll Zentraldisplay, um die gesamten neuen Informationen durch die Assistenzsysteme anzuzeigen. Cleveres Feature beim 12 Zoll Fahrerdisplay ist der gegenläufige Drehzahlmesser. Er läuft gegen den Uhrzeigersinn und das schafft wiederum in der Mitte maximal Platz für Fahrerassistenzsysteme. Der Neoplan Tourliner, der bei uns auf der Messe steht, ist ein Neoplan Diamond Edition. Ein Tourliner L mit knapp 14 Meter Länge. Eine Besonderheit im Innenraum ist die exklusive 2+1 Bestuhlung mit maximalem Komfort für bis zu 35 Passagiere. Auf der Buzzworld in Brüssel können Sie die hier vorgestellten Fahrzeuge sowie noch viele weitere Busse der Marken MAN und Neoplan erleben. Besuchen Sie dazu die Halle 4 und den Außenbereich. Die wichtigste europäische Busmesse empfängt in diesem Jahr ihre Besucher vom 7. bis zum 12. Oktober 2023. Herzlich willkommen!